Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu den RTF1-Nachrichten am Sonntag. Heute haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Hilfe für Pakistan. Auch in unserer Region wird gespendet. Zeitreise ins Mittelalter. Händler, Handwerker und Gaukler auf der Burg Hohneuffen. Ausflug ans Wasser. Wie es um die Flüsse in der Region bestellt ist, erfahren Sie heute in unseren Themenwochen. Das Wetter regnerisch. Wie Hilfsbereitschaft für Opfer von Naturkatastrophen aussieht, zeigt Frank-Christoph Schnitzler. Er sammelte gestern im Namen der Reutlinger Achalm-Ritterschaft auf dem Reutlinger Marktplatz Spendengelder für die Flutopfer in Pakistan. Unterstützung bekam er dabei von der Volksmusikgruppe des Schwäbischen Albvereins, der Ortsgruppe Betzingen. Bilder aus dem Katastrophengebiet in Pakistan. In einem Gebiet halb so groß wie Deutschland sind inzwischen mehr als 1000 Menschen an den Folgen der Flut gestorben. Viele, die überlebt haben, stehen vor den Trümmern ihrer Existenz, wohnen in Ruinen oder Zeltstätten und unter katastrophalen Bedingungen. Mehr als 4,2 Millionen Menschen leiden unter den Folgen der Flut. Das entspricht der Einwohnerzahl der Metropolregion Stuttgart von Heilbronn bis Reutlingen. Es sind Bilder wie diese, die die Reutlinger Achalm-Ritterschaft zu einer Spendenaktion in der Fußgängerzone bewegt haben. Weil diese Menschen in einer äußersten Notlage sind, das heißt, die haben weder Trinkwasser noch etwas zu essen. Schlichtweg die Leute verdursten und verhungern im Moment. Das ist das große Problem. Sie haben kein Trinkwasser. Das Flutwasser ist verseucht. Und die ersten Cholerafälle sind bereits aufgetaucht. Die Reutlinger Achalm-Ritterschaft ist noch ein sehr junger Verein. Erst im Juni dieses Jahres hat die Gruppe um Achalm-Ritter Frank und Frei ihre Gründungsveranstaltung auf dem Reutlinger Hausberg abgehalten. Im Vordergrund der Ritterschaft steht ritterliches Verhalten. So sammeln die Mitglieder nicht nur Spenden für die Menschen in fernen Ländern. Was viele Leute vielleicht noch nicht verstanden haben, die denken, wir sind eine Ritterschaft aus dem Mittelalter oder wollen dies verkörpern. Das überhaupt nicht, sondern wir sind mehr ein Ritterorden, der für Kranke, Behinderte und Menschen in Not da ist. Den Menschen in Not vor Ort helfen Hilfsorganisationen wie die Diakonie Katastrophenhilfe, eine Organisation der evangelischen Kirche. Diese versorgt zurzeit Tausende von Menschen mit Trinkwassertanks. Rund 60.000 Menschen in Notunterkünften werden derzeit von der Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt. Auch beim Wiederaufbau will sich die Organisation beteiligen. Wer spenden will, das Spendenkonto der Diakonie Katastrophenhilfe ist die 502707 bei der Postbank Stuttgart. Das Spendenkonto des Bündnisses Entwicklung hilft ist die 500 500 500 bei der Postbank in Köln. Weitere Informationen und Spendenkonten finden sich auf der Seite www.spenden.net.